Wenn ich Kanäle sehe, wo ein Unternehmen anfängt, zum Beispiel YouTube-Videos zu drehen, gibt es von mir prinzipiell erstmal ein Thumbs up, weil da jemand angefangen hat. Es geht doch gar nicht darum, immer sofort perfekt zu sein. Wenn du nicht anfängst, was bringt das denn alles? Verkaufst du denn ein Auto mehr dadurch? Und meine Antwort ist immer die gleiche, nämlich ich verkaufe irgendwann gar kein Auto mehr, wenn ich das nicht tue. Konstantin Buschmann, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, lieber Andrea. Konstantin, 2018 bist du ins kalte Wasser gesprungen. Du hast Brabus übernommen, ein Familienunternehmen. Du selbst giltst ja als Experte für Digitalisierung, für Schnelligkeit, für Prozesse, für Veränderung. Dein Gesicht ist ja auf verschiedenen Kanälen sichtbar. Was sind deine Empfehlungen für die Händler, die uns zuschauen? Ich glaube, dass soziale Medien, und da, jetzt wird natürlich häufig gesagt, okay, Konstantin macht viel in Social Media, das ist aber eigentlich nicht, das ist nicht die richtige Diskussion, sondern die richtige Diskussion, die sich auch, und das ist dann die Frage, die sich auch jeder Händler, nicht nur Autohändler, sondern eigentlich jeder Händler stellen kann, ist, wie werde ich eigentlich sichtbar? Gerade wenn ich irgendwo in Hückeswagen mein Autohaus betreibe, also jetzt nicht in Düsseldorf, nicht in Berlin, nicht in Hamburg sitze, wo sowieso Kunden reinlaufen, finde ich, sind soziale Medien ein Riesengeschenk. Für Familienunternehmen sind soziale Medien ein Riesengeschenk, weil sie in der absolut uniken Position gibt, dass es dort meistens jemanden gibt, dem der Laden gehört und der dadurch sagen kann, was er oder sie möchte. Das ist im Konzern natürlich überhaupt nicht so. Dann geht es darum, wie du deine Geschichten erzählst. Es ist auch eigentlich auch völlig egal, ob du auf LinkedIn, auf Spotify, auf YouTube, auf TikTok, wo auch immer du deine Geschichten erzählst. Das Entscheidende ist, dass du lernst, diese Geschichten zu erzählen und dann damit rausgehst. Wir bedienen heute natürlich alle Kanäle. Wir sind auf YouTube, wir sind auf TikTok, wir sind auf LinkedIn und so weiter, Instagram. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie erzählen wir denn, welche Geschichten haben wir denn und wie erzählen wir denn die Geschichten, die wir hier im Unternehmen zu erzählen haben, und dass wir dann überlegt haben, auf welchem Kanal sind die denn am besten platziert. So, heute produzieren wir ja nicht für Instagram oder wir produzieren ja nicht für YouTube, wir produzieren. Wir erzählen die Geschichten, die wir für relevant halten, für unsere Zielgruppe, für die Mitarbeiter, für die Branche, die Dinge, die Brabus ausmachen. Und erst am Ende des Produktionsprozesses überlegen wir dann, ist das jetzt was für TikTok, für Instagram, ist das was für YouTube? Stimmt zu 90%. Es gibt natürlich, wenn du es dann irgendwann so weit spezialisiert hast, dann kommt auch der Punkt, wo du tatsächlich nur Dinge meinetwegen für TikTok produzierst. Aber da hast du schon dich 3-4 Jahre mit dem Thema beschäftigt. So, und was ich immer wieder sehe, ist, dass Unternehmen nicht anfangen, sich damit zu beschäftigen, oder noch schlimmer, dass sie noch gar nicht begriffen haben, wie die Welt da draußen tickt, und immer noch eine Faxnummer angeben auf einer Webseite, die du mit dem Handy nicht sauber lesen kannst. Erstens. Und zweitens, dass, wenn sie es dann begriffen haben, sie Angst haben, loszulegen, weil dann könnte man ja blöd aussehen. Ja. So, ich klicke, wenn ich Kanäle sehe, wo ein Unternehmen, ein Unternehmer, eine Unternehmerin anfängt, zum Beispiel YouTube-Videos zu drehen. Und ich sehe, okay, klar, die sind an einem Punkt, wo wir vor 4, 5, 6, 7 Jahren waren, und das ist noch nicht so richtig geschnitten, und das Licht, das stimmt nicht, und dann ist die Moderation noch nicht so sauber und es ist alles noch nicht so richtig eingeruckelt, gibt es von mir prinzipiell erstmal ein Thumbs up. Also ich klicke deshalb prinzipiell auf Gefällt mir, weil da jemand angefangen hat. Das geht doch gar nicht darum, immer sofort perfekt zu sein. Ich glaube, gerade Social Media ist der Ort, wo die Leute auch eine Reise mitgehen. Wenn du nicht anfängst, ja, ich habe damals angefangen mit meinem eigenen Telefon, und ist noch eine ganz interessante Geschichte, wie das passiert ist. Und dann mit einem Kameramann, und dann wurde es einfach immer mehr, bis wir heute wirklich eine eigene kleine Produktionsfirma bei Brabus haben, wo ca. 25 Leute nichts anderes machen als digitale Kommunikation. Die alle intern sind, alle hier angestellt sind, alle jeden Tag, die ganze Zeit digitale Inhalte produzieren. Das ist das Gewicht von Kommunikation hier bei Brabus. Weil diese 25 Leute musst du ja auch jeden Monat bezahlen. Klar. Und ich führe immer wieder Diskussionen über die Frage, was bringt das denn alles? Verkaufst du denn ein Auto mehr dadurch? Und meine Antwort ist immer die gleiche, nämlich ich verkaufe irgendwann gar kein Auto mehr, wenn ich das nicht tue. Für uns sind heute soziale Medien mit Abstand der wichtigste Kommunikationskanal, insbesondere YouTube, LinkedIn und Instagram. Okay.
Und es ist völlig unvorstellbar, dass wir diese Inhalte nicht produzieren, weil wir schlicht und einfach unsere Kunden damit nicht erreichen. Nimm mal den, ich glaube, der erfolgreichste Online-Launch, müsste ich jetzt prüfen, aber ich sage jetzt einfach mal, erfolgreichster Online-Launch der Brabus-Geschichte. Letztes Jahr das erste Brabus-Motorrad. Brabus 1300R haben wir released, rein online, in Kombination mit den Kolleginnen und Kollegen von KTM auf beiden Webseiten. Das waren 2x77 Stück. Wir spielen immer ein bisschen mit der Zahl 77, weil wir natürlich in 1977 gegründet wurden. Das heißt, wenn ich eine Limited Edition mache, versuche ich irgendwie die 77 damit einzubringen. Es waren also 154 Motorräder. Und ich sitze ich glaube, es war 12 Uhr an meinem Schreibtisch, habe völlig vergessen, was der Release ist, und es klingelt mein Telefon und der Leiter der Abteilung ist dran. Und ich sage, Daniel, ist irgendwas mit der Seite nicht in Ordnung? Seid ihr noch nicht live? Und er antwortet mit, nee, wir sind ausverkauft. Meine Antwort darauf war, du willst mich jetzt auf den Arm nehmen? Nein, wir sind ausverkauft. Das hat genau 1 Minute und 55 Sekunden gedauert. Da waren diese 154 Motorräder verschwunden. Lass uns nochmal sozusagen durch die Brille des traditionellen Handels schauen. Wie viele von den Kunden haben eine Probefahrt gemacht? In 1 Minute 55? Null. Wie viele von diesen Menschen haben sich dieses Bike vor Ort physisch angeschaut? Null. Wie viele von denen, die es gekauft haben, haben das Commercial gesehen, also das von uns in dem Fall auch voll selbst gedrehten Werbefilm? Sehr, sehr schönen Werbefilm, für den wir in Dubai einen Highway gesperrt haben und riesen Aufwand betrieben haben, eine Woche lang, und dem wir auch richtig Geld investiert haben. Ich würde sagen 100%. Ich glaube nicht, dass jemand da auf Kaufen geklickt hat, ohne sich das Video und die Fotos anzuschauen. Mhm. Das heißt, digitale Inhalte verkaufen unsere Produkte. Das war übrigens auch der Punkt, wo ich damals eine sehr konstruktive Diskussion mit unserem CFO gehabt habe, also unserem Finanzer, der genau an diesem Punkt nochmal ein anderes Verständnis dafür entwickelt hat, was die Kraft von digitalen Inhalten ist. Gehen wir nochmal zurück auf den Punkt, dass wir ja ein Unternehmen sind. Wir sitzen in Bottrop. Bottrop ist nicht Berlin, ist nicht Hamburg, ist nicht London. Bottrop ist schön, ne? Das ist nicht der Nabel der Welt. So, hier kommen nicht viele Leute hin, um Probe zu fahren. Hier kommen nicht viele Leute zufällig vorbeigefahren, um sich Produkte anzuschauen. Es ist doch ein riesiges Geschenk, dass es heute Medien gibt, wo du deinen eigenen Kanal erstellen kannst, wo du dann deine eigenen Inhalte produzieren kannst, die du dann der Welt vorstellen kannst. Und das hat auch nicht immer was mit Reichweite zu tun. Wenn du nur dann glücklich bist, wenn 100.000 Leute auf dein Video klicken, dann darfst du damit nicht anfangen. Du wirst auch Videos produzieren, wo mal nur 100 Leute draufklicken. Oder in Videos, in dem, was meinst du, wie viele Videos ich schon produziert habe, in dem ich mich selber total doof finde? Ja, oder in dem ich irgendwie Haare krumm habe oder unausgeschlafen war oder so. Das passiert einfach. Das Entscheidende, was wir hier verändert haben und was auch mein ganz klares Ziel war, dass wir hier einen Sendebetrieb aufbauen werden. Am Anfang, glaube ich, fehlt es etwas an Verständnis dafür, was das ist und warum es sinnvoll ist. Wenn du Social Media konsequent machst, dann musst du dich nach Algorithmen richten. Also der normale Modus eines Unternehmens ist ja, wir machen ein Video, und dieses eine Video gucken sich dann so lange alle an, bis wir alle happy damit sind. Ne? Und dann guckt sich das der Marketingchef an, dann will das der Unternehmer auch nochmal sehen, dann guckt der Unternehmer nochmal drüber und sagt, naja, muss aber noch ein bisschen kürzer. Und dann sagt hat der Azubi und der Verkäufer, die haben auch nochmal eine konstruktive Anmerkung und sagen die auch, ja, da muss aber hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, oder steht noch die Zimmerpalme im Hintergrund, ist noch nicht schön genug. Und dann dauert das alles ewig, bis das fertig ist und dann wird es released. Das ist nicht Sendebetrieb. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich als Unternehmer jetzt sage, da habe ich jetzt noch die Haare krumm, mittwochs und samstags gehen hier Videos raus. Also, und die Dinger müssen fertig werden. So, und dann fängst du an, einen Katalog an Inhalten aufzubauen, du fängst an, eine Routine zu entwickeln, du fängst an, ein System zu bauen, das dich auch immer wieder auf den Topf setzt und sagt, jetzt musst du fertig werden, jetzt muss das Ding raus. Immer zur gleichen Uhrzeit. Das ist ein Sendebetrieb. Und das ist natürlich komplett diametral entgegengesetzt zu dem, wie Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, geführt werden. Ja, absolut. Daran musst du dich aber gewöhnen, wenn du in modernen Medien arbeiten willst. Raus aus dem Bild und Bild rein. Und du hast ja gesagt, einfach erstmal anfangen mit Handy raus und Geschichte überlegen und anfangen und überhaupt. Einfach erstmal anfangen, vergiss doch die ganzen Hater da draußen, die dann unter Video schreiben, dass du irgendwie blöd aussiehst. Darum geht's doch gar nicht, sondern wie willst du denn zu einem Punkt kommen, wo du einen meinetwegen mal vernünftigen YouTube-Kanal betreibst oder ein tolles Instagram-Profil hast mit einer hohen Reichweite, wenn du nicht sagst, ich fange jetzt einfach mal an? Das geht nicht. Einfach mal loslegen. Ich kann total nachvollziehen, und das ist doch auch, ging doch mir auch so am Anfang, und es geht mir teilweise auch jetzt noch so, dass du dann da sitzt und sagst, ja, oh nee, ich bin aber nicht so richtig der Typ dafür, oh, ich finde mich aber doof, oder so mit einer Kamera kann ich nicht umgehen, oder.
aber Unternehmertum ist ja eine Aktivität und kein Zustand. Ne? Irgendwann muss man da mal reinbeißen in diesen sauren Apfel. Sonst ohne geht das nicht. Wir haben natürlich in den letzten Jahren hier ganz, ganz viel mit den Themen zu tun gehabt. Wir haben Brabus sehr, sehr digital gemacht. Ich glaube, wir sind sehr schnell geworden und haben es insgesamt sehr, sehr stark modernisiert. Und die Marke hat sich sehr stark weiterentwickelt. Das ist aber auch gut so. Denn am Ende ist ja ein Unternehmen immer nur, ein Unternehmen muss ja leben. Also wenn sich nichts tut, dann tut sich nichts. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, jeden Morgen in den Laden zu kommen und richtig, richtig Leben vorzufinden. Es muss abgehen in so einer Firma. Das ist bei uns die letzten Jahre, insbesondere nach dem Generationswechsel, auch der Fall gewesen. Wir haben es geschafft, eine Dynamik zu erzeugen, die, glaube ich, inzwischen auch nach außen hin ganz gut sichtbar wird. Und das haben wir mit allen, also das haben wir nicht nur durch Digitalisierung geschafft, sondern und auch nicht nur durch Modernisierung geschafft, sondern das haben wir insbesondere geschafft, weil das ganze Team hier an einem Strang gezogen hat. Rückblickend, was sind so die Faktoren gewesen, die ja dir geholfen haben? Die Faktoren, die mir geholfen haben, sind, ja, wo fange ich an? Also grundsätzlich bin ich als junger Mann irgendwann mal hier ins Unternehmen gekommen als Nachfolger und habe natürlich angefangen, insbesondere nach dem Studium, ich habe auch schon, Dankeschön, ich kriege gerade einen Kaffee, insbesondere nach dem Studium, ich habe natürlich auch vorher schon lange hier während des Studiums und vor dem Studium in allen möglichen Rollen hier gearbeitet, aber insbesondere nach dem Studium kommst du in so ein Geschäft rein, wir sind ein klassisches Familienunternehmen, also mein Vater hat das Unternehmen gegründet und dann eben auch 40 Jahre gemanagt und bist der Meinung, du hast unglaublich viele gute Ideen und fängst an, die auch alle umsetzen zu wollen. Und irgendwann im Laufe der Zeit ändert sich also heute habe ich die genau gegensätzliche Perspektive, heute bin ich der hier sitzt und als Geschäftsführer jeden Tag meinen Job machen muss und bin mehr oder weniger in der Rolle unterwegs, in der damals mein Vater war. Und worauf ich hinaus will, ist, dass du als junger Mensch meinst, 80% neu machen zu müssen. Und am Ende glaube ich, wenn du 20% neue Ideen einbringst und 20% Recht hast in den Konflikten und Diskussionen mit der Generation, die schon am Ruder sitzt, dann ist das schon genug Neues. Also mit anderen Worten, um auf deine Frage zu antworten, die Basis meines Erfolges, unseres Erfolges heute im Team hier, ist das, was die letzten 40 Jahre aufgebaut wurde. Da ist natürlich fantastische Arbeit geleistet worden. Die Marke Brabus war ja auch schon eine fantastische Marke, bevor wir in den letzten 4, 5 Jahren jetzt nochmal digital den nächsten Gang eingelegt haben. Das Thema Marke ist das eine, das Thema Unternehmenskultur ist ja das andere. Wie hast du die Menschen mitgenommen? Also wenn du hier aufs Unternehmensgelände läufst, uns besuchst, dann begegnen dir in vielfacher Form Menschen, die dich dann begrüßen, die sich mit dir unterhalten, die mit dir umgehen, die dich als Kunde bedienen, die deinen Garantiefall bearbeiten, die an der Telefonhotline den Telefonhörer hochnehmen und mit dir sprechen. Alle diese Menschen müssen ja ein konsistentes Bild abgeben. Und das richtig hinzubekommen, ist am Ende meine Aufgabe. Und wenn es nicht so läuft, wie sich ein Kunde, ein Lieferant, ein Geschäftspartner von uns das vorgestellt hat, ist es am Ende auch mein Problem. Kultur ist eine riesige Aufgabe. Und einer meiner Profs in der Uni hat das mal gesagt. Ich glaube, der Satz stammt ursprünglich von Peter Drucker, der mal gesagt hat, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Das heißt, du kannst dir so viel PowerPoint-Folien überlegen, du kannst so viel Business-Brainstorming machen und Business-Models dir ausdenken, wie du willst. Wenn du am Ende die PS nicht mit der richtigen Kultur auf die Straße bekommst, hast du keine Chance. So, was haben wir gemacht, um die Leute mitzunehmen? Ich bin ins Geschäft hier ja nicht als Geschäftsführer eingestiegen, sondern ich bin eingestiegen damals nach meinem Studium als Vertriebsleiter und habe mich dann über mehrere Positionen in Richtung Board, bei uns ja Geschäftsleitung, weil wir eine GmbH sind, hochgearbeitet und habe natürlich die Chance gehabt, die ganze Mannschaft sehr, sehr, sehr en Detail kennenzulernen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich, als ich hier Geschäftsführer wurde, mich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kannten, mich alle Lieferanten kannten, mich alle Banken kannten, mich so gut wie alle Geschäftspartner kannten und ich dadurch natürlich schon ein bekanntes Gesicht war. Das bietet dir einen viel leichteren und viel einfacheren Einstieg, als wenn du jetzt wirklich von außen kommst. So eine Tragödie, wie bei uns dann passiert, ein Gesellschafter verstirbt, dann kommst du aus den USA angeflogen und sagst, bis jetzt habe ich Teppiche verkauft und jetzt bin ich hier, ich bin euer neuer Chef. Das wäre nicht gut gewesen. Ich bin direkt bei uns eingestiegen nach dem Studium und habe immer schon eine gute Beziehung zur Mannschaft gehabt. Mir ist das unglaublich wichtig.
Und wir versuchen immer wieder mit verschiedenen Maßnahmen das auch zu unterstützen, egal ob es ein Family Day ist. Das war so das Erste, was wir damals nach dem Generationswechsel gemacht haben. Also einen Tag gemacht, wo alle Mitarbeiter ihre Familien mitbringen konnten und sich alle Kinder, Ehepartner mal das Unternehmen anschauen konnten. Oder ob wir unsere 10 Meeting Rules formulieren oder. Also machen also ganz viel in die Richtung. Und mir ist das ganze Thema Kultur unglaublich wichtig. Kann ich ganz kurz bei der Meetingkultur, hast du die gerade so in der Birne? Die 10 Regeln, die schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht. Aber die Regel Nummer 1 ist eigentlich ganz einfach. Die heißt nämlich, das ist doof, nicht du bist doof. Das ist im weitesten Sinne selbsterklärend. Die größte Herausforderung, die ich hatte bei der Formulierung dieser 10 Regeln, die auch inzwischen ein bisschen zu allgemeinen Verhaltensregeln im Unternehmen geworden sind, war, wie sage ich jetzt, insbesondere auf YouTube, wo es häufig auch falsch verstanden werden kann, wie sage ich jetzt, dass ich will, dass sich in der Company hier gestritten wird? Was ich natürlich meine ist, ich möchte eine Kultur, in der es in der Sache auch gerne mal richtig abgeht. Also in der Sache können wir hier, ne, this is stupid, das ist doof, nicht du bist doof, in der Sache können wir hier richtig streiten und diskutieren und auch lautstark, und da bin ich der größte Verfechter davon, für seine Meinung auch einzustehen, aber eben nicht im Persönlichen. So, es gibt natürlich auch im Geschäftsleben Situationen, wo auch eine persönliche, klare Ansage mal notwendig ist. Ne? Mhm. Also nimm mal Fälle wie Diebstahl oder einfach komplett falsches, unsicheres Verhalten in einem Fertigungskontext oder. Also es gibt Dinge, wo man wirklich auch mal jemandem sagen muss, das ist jetzt einfach nicht in Ordnung gewesen. Und dann wird es eben auch persönlich. Aber 99% der Kommunikation, die wir hier machen, geht es um die Sache. Und da darf es gerne hoch hergehen, aber es sollte eben genau dabei bleiben. Natürlich kannst du überlegen, welche Form von Kultur du in deinem Unternehmen haben möchtest. Und du kannst auch überlegen, du kannst auch viel daran designen. Am Ende ist Overengineering, aber führt häufig Overengineering zu so Situationen, wo man sich Dinge anguckt und sagt, oh, das wirkt jetzt nicht besonders authentisch. Mhm. Ich glaube, dass ein Unternehmen auch am Ende immer die Persönlichkeit des Eigentümers oder der Eigentümer beziehungsweise des Managements reflektiert. Und das ist auch der Grund, warum wir heute, wenn jemand zu uns ins Team kommt, uns das natürlich das Fachliche anschauen, aber erst im zweiten Step. Die erste Frage, die wir eigentlich immer stellen, ist, passt du ins Team? Die zweite Frage, die wir immer stellen, ist Bravos für dich erste Wahl? Also hast du richtig Bock auf die Themen, die wir hier bearbeiten? Und erst an Stelle 3 kommt dann die Frage, wie gut oder schlecht bist du fachlich in dem Bereich, für den wir dich hier anstellen? Für jemanden, der das jetzt als komisch empfindet, mag das, wird andersrum ein sehr klarer Schuh draus. Wenn du ins Team passt, also großartig ins Team passt und Bravos für dich absolut erste Wahl ist, also du richtig Lust hast, genau in diesem Unternehmen lange mitzuarbeiten, dann ist das Fachliche immer noch eine Komponente, aber das kriegen wir geklärt. Ne? Jeder kann lernen, wenn es sich um Jobs handelt, wo man auch hier im Unternehmen nochmal eine hohe Lernkurve hat, dann kann man das auch hier lernen. Umgekehrt wird aber überhaupt kein Schuh draus. Also du kannst der beste Programmierer der Welt sein, du kannst der beste Mechatroniker der Welt sein, du kannst der beste Buchhalter oder die beste Buchhalterin der Welt sein. Wenn Bravos für dich nicht erste Wahl ist und du nicht ins Team passt, ist das vollkommen egal. Das ist dann wie einen extrem guten Fußballer zu haben, der sensationeller Spieler ist, der aber überhaupt keine Lust hat, mit den anderen 10, die da auf dem Platz stehen, zusammenzuspielen. Das funktioniert langfristig nicht. Jetzt wir sind ja mitten im Thema Recruiting schon. Es ist ja wirklich auch ein großes Thema, was jetzt die Autohändler, die uns zuschauen, umtreibt. Also das sind ganz klare Kriterien, die ihr habt, wenn ihr letztendlich die Bewerber schon habt. Rennen euch die Bewerber die Bude ein oder wie findet ihr die Leute? Das ist interessant. Ich habe gestern noch eine Unternehmerin für einen Podcast zu Gast gehabt und wir haben auch das Thema Fachkräftemangel besprochen. Mhm. Interessanterweise haben wir damit überhaupt kein Problem, wäre, glaube ich, ein bisschen viel gesagt, aber wir haben damit nur selektiv Probleme. Insgesamt kann ich sagen, dass wir extrem gut aufgestellt sind und wir eine ganze Menge mehr Bewerbungen bekommen, als wir tatsächlich einstellen können. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was wir als Unternehmen und als Marke für eine Wirkung da draußen entfalten, wie präsent wir sind und wie wir uns der Öffentlichkeit präsentieren. Ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren einen Job gemacht haben, der dazu geführt hat, dass wir sehr sichtbar sind als Marke. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass sich
erst einmal sehr, sehr viele Leute mit dem Unternehmen identifizieren können, mit den Produkten identifizieren können. Das war aber auch früher der Fall. Insbesondere jetzt aber auch mit den Menschen hinter der Marke identifizieren können. Und dass sie dann entscheiden, da möchte ich arbeiten und da schicke ich meine Bewerbung hin. Was macht ihr denn dafür, dass die Mitarbeiter dann bei euch bleiben? Also du hast jetzt ja von der Unternehmenskultur gesprochen, von der Meetingkultur, von den Spielregeln. Was ist das, was die Mitarbeiter bei euch hält? Was hält die Mitarbeiter bei uns? Wir haben eine sehr, sehr hohe Quote an Menschen, die wirklich extrem lange hier im Unternehmen sind. Also ich kann aus dem Kopf überhaupt nicht sagen, wie viele Kolleginnen und Kollegen wir zum Beispiel haben, die jetzt über 20 Jahre schon hier im Unternehmen sind, weil es so viele sind. Eine Brabus ist eine Mannschaft, die sich im Prinzip jetzt mal um es zu erklären, in zwei Teile teilen lässt. Du hast auf der einen Seite wirklich die Veteranen, das sind Menschen, die schon ganz, ganz lange hier im Team mitarbeiten. Und durch die wird auch dieses sehr, sehr schnell sein und Pässe blind spielen, was ich vorhin meinte, möglich. Also mit unserem CTO Jörn Gander zum Beispiel habe ich gestern noch überlegt, wie lange wir zusammenarbeiten, und es ist irgendwo nördlich der 20 Jahre. Genauso mit unserem CFO Stefan, genauso mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Führungskreis, aber auch aus der Fertigung, aus der Logistik. Da sind ganz viele dabei, die 30, 35, 20, 25 Jahre im Unternehmen sind. Das ist der ganz große erste Teil. Und der ganz große andere Teil sind junge Leute, die jetzt neu ins Unternehmen kommen, die vielleicht auch durch die sich wandelnde Wirkung der Marke und des Unternehmens in den letzten Jahren jetzt hier ins Unternehmen kommen und die natürlich eine ganze Menge frischen Wind reinbringen. So, die musst du immer wieder miteinander verbinden. Und wir müssen heute zum Beispiel auch ganz, ganz anders ins Unternehmen rein kommunizieren als noch vor, ich würde sagen, 4, 5, 6, 7 Jahren. Mhm. Und die musst du natürlich anders managen, die musst du ganz anders einbinden, als wenn du jetzt 2, 3, 4, 5 Leute an eine schon bestehende Mannschaft anbindest. Mhm. Wie sorgen wir dafür, dass die hier bleiben? Ganz ehrlich, da sind wir wieder bei dem Thema Kultur. Du kannst interne Newsletter verschicken, noch und nöcher. Du kannst auch die Menschen monetär incentivieren, wie du möchtest. Natürlich spielt das eine Rolle, keine Frage. Aber am Ende entscheidet immer wieder nur die Frage, fühle ich mich wohl in dem Unternehmen? Bin ich da gerne? Interessiert mich das, was wir da gemeinsam im Team leisten? Fühle ich mich da zu Hause? Wie ist der Umgang mit meinem Chef? Und das bin ja in lange nicht allen Fällen immer ich, sondern das ist der jeweilige Vorgesetzte, die jeweilige Vorgesetzte in den Abteilungen. Mhm. Und was vermittelt mir das Unternehmen für ein Gefühl? Und damit bist du wieder voll im Thema Kultur. Und das haben wir bisher die letzten 45, 46 Jahre sehr gut hingekriegt. Wie schnell bist du dann, wenn du spürst, das ist nicht mehr so stimmig? Also der Mensch brennt nicht mehr für Brabus. Wird er lange gefackelt oder wie reagierst du? Das haben wir natürlich einige hundert Menschen, die hier täglich ihre Arbeit machen. Da ist natürlich alles Mögliche an Persönlichkeiten dabei, da ist alles Mögliche an Jobs dabei, da ist alles Mögliche an täglichen Tätigkeiten dabei. Will ich von Fertigung und Reifen aufziehen bis zum Controlling oder meinetwegen eine Business Development. Alles ist extrem divers. Und die Motivationslagen der einzelnen Menschen sind natürlich auch unterschiedlich. Insbesondere wenn du lange hier bist, mag sich das auch mal ändern. Also da muss ich immer individuell drauf eingehen. Was ich generell sagen kann, ist, dass sich dass diejenigen, die hier den Karren ziehen, klar identifizierbar sind und dass diejenigen, die keine Lust haben, unser Geschäft mitzuentwickeln, auch klar identifizierbar sind. Also in einem Geschäft oder in einem Unternehmen, was so viel Geschwindigkeit aufgebaut hat wie unseres in den letzten Jahren, und in einem Unternehmen, was insgesamt so viel Dynamik aufgebaut hat, wo auch alle mitziehen müssen, fällt es sehr schnell auf, wenn das jemand nicht tut. Und dann sortiert sich, und auch das ist wieder Zeichen einer gesunden Kultur, sortieren sich diese Leute meistens sehr schnell selber aus. Okay. Konstantin, du hast ja das Thema Schnelligkeit jetzt schon häufig angesprochen. Ich weiß, dass zu deinen Führungsprinzipien einerseits Schnelligkeit gehören, aber auch Resilienz. Wie geht das zusammen? Ich glaube, das geht sehr gut zusammen. Also jetzt mag man ja sagen, wenn ich besonders resilient bin, gehe ich wenig Risiken ein, also kann ich auch nicht schnell sein. Dem ist nicht so, sondern ich erkläre dir, wie ich es meine. Wenn ich über Schnelligkeit spreche, meine ich, dass wir Projekte, die wir hier durchführen, möglichst schnell drehen müssen. Das heißt, wir müssen viele Ideen haben,
Wir müssen in der Lage sein, die Ideen sauber zu erfassen. Wir müssen in der Lage sein, sie schnell zu besprechen, sie sauberen Plan für die Umsetzung zu beschließen und das Ganze dann auch durchzuziehen. Und zum Beispiel dann in einer Veranstaltung wie unserer Bravo Signature Night, unserem jährlichen Release-Event auch vorzustellen und unseren Kunden auch zu präsentieren und dann zu verkaufen. Davon leben wir hier am Ende. Wir leben nicht davon, dass wir Ideen haben, die dann auf Schreibtischen liegen bleiben und die nicht umgesetzt werden. Auf der anderen Seite hat Resilienz was mit Fundament zu tun. Die Frage ist ja, führe ich ein Unternehmen und richte ich es aus nur auf das Thema Wachstum? Dann würde es zum Beispiel bedeuten, dass ich maximal viel Kapital aufnehme und versuche, so viel wie möglich gleichzeitig zu realisieren. Wir sind ein Familienunternehmen, das sieht da häufig ein bisschen anders aus. In einem Familienunternehmen bist du grundsätzlich langfristig, sehr langfristig unterwegs. Das heißt, unser Zeithorizont, in dem wir arbeiten, sind eben nicht 3 Jahre, sind nicht 5 Jahre, sondern sind eigentlich immer 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Mit anderen Worten, die nächste Generation. Ja, ich denke nicht drüber nach, wie erfolgreich wir den Laden jetzt in einem Jahr machen können, in 2 Jahren machen können und was das dann für mich persönlich bedeutet, sondern wir sitzen alle hier und versuchen daran zu arbeiten, den Laden hier die nächsten 20, 30, 40 Jahre erfolgreich zu machen. Und dementsprechend stellen wir das Unternehmen auch solide auf. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir heute mit einer Eigenkapitalquote zwischen 70% und 80% arbeiten. Was sich für viele sehr, sehr hoch anhört. Für mich aber bedeutet, dass wir ruhig schlafen können. Ja? Und dass wir sehr, sehr konservativ finanziert sind, dass wir Projekte versuchen, nacheinander abzuarbeiten. Das kommt manchmal in Konflikt mit dem Thema Speed, in den meisten Fällen aber nicht. Und dass wir uns insgesamt an die Grundsätze ordentlichen kaufmännischen Handels halten. Das meine ich mit Resilienz. Ja, also nicht, nicht jetzt hier das Geld aus dem Fenster werfen und damit das Unternehmen aufs Spiel setzen. Wie viel Prozent arbeitest du denn noch im Unternehmen, Konstantin? Spannende Frage. Meine Arbeit gliedert sich ja grundsätzlich in 2 Teile. Es ist die Arbeit im Unternehmen und die Arbeit am Unternehmen. Mhm. Und jetzt ist es relativ leicht gesagt, ein Unternehmer sollte so wenig wie möglich im Unternehmen arbeiten, so viel wie möglich am Unternehmen arbeiten. Ja, und das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Kreativität, Neues, Energie in den Laden reinzubringen. Wenn du aber gar nicht im Unternehmen arbeitest, mit anderen Worten auch in den operativen Prozessen des Unternehmens drin steckst, dann ist es A, unmöglich, Geschäftsführer zu sein. Ja, dann müsste diesen Job für mich jemand anderes machen. Und B, würde ich auch zu wenig mitkriegen. Es muss beides gegeben sein. Ich bin schon ziemlich tief in den Prozessen drin und gestalte auch permanent mit der Mannschaft hier neue. Und ich glaube, ich gehe auch dem einen oder anderen richtig auf den Keks, weil mir immer wieder neue Prozesse einfallen und ich irgendwo meistens in die Ecken schaue und sage, da müssen wir noch was besser machen, hier müssen wir noch was besser machen. Aber tatsächlich ist das was sich permanent verschiebt. In 2023, muss ich sagen, hätte ich persönlich gerne mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Und ich versuche gerade, ehrlich gesagt, etwas operative Workload von mir wegzuschaufeln, um etwas mehr Zeit für Kreativität zu haben. Wenn du zu sehr in der Mühle steckst, dann hast du keine guten Ideen mehr. Das ist, wenn du aber auch auf der anderen Seite zu wenig operativ arbeitest, kriegst du nichts mehr geschafft und bist zu sehr im Elfenbeinturm unterwegs. Okay. Das muss sich die Waage halten und ist so eine Art Dauerkonflikt, den, glaube ich, jeder Unternehmer mit sich rumträgt. Wie funktioniert es bei dir? Wie kriegst du Kreativität ins Geschäft rein? Das ist eine wirklich gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie das Problem gehabt, dass ich zu wenig Ideen habe. Mein Problem ist meistens gewesen, dass ich zu viele Ideen habe und dann sortieren muss, wie ich die alle hintereinander bekomme. Blick auf dich, Konstantin. Wie schaust du denn auf dich? Hast du persönliche Rituale, die dich stark machen, die dir wichtig sind? Was machst du da? Lass uns mal mit den Basics anfangen. Ich versuche inzwischen, mindestens mal einen Tag die Woche mir freizunehmen. Ich weiß nicht, wo du mit der Frage hingezielt hast, aber den großen Handstand, den morgendlichen, den gibt es bei mir nicht. Ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Und ich habe inzwischen, nachdem ich viele, viele Jahre tatsächlich mit Vollgas gearbeitet habe, und da war es dann eher Work-Work-Balance als Work-Life-Balance, versuche ich inzwischen schlicht und einfach genug Zeit für mich selber zu haben, um erholt und frisch in den Laden wieder reinzugehen. Und wir haben vor einiger Zeit mal die Frage diskutiert, da ging es auch in einem Podcast um die 3-Tage-Woche, ob ich mich auf eine Petitionsliste dafür schreiben würde. Und meine ganz klare Antwort war nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte ja, weil ich selbstständig arbeite, ich möchte ja arbeiten dürfen. Ja, also an einem Tag Urlaub heißt für mich am Pool sitzen und in Ruhe
irgendwas lesen, was am Ende wieder gut für meinen Job ist. Ne? Und bitte, bitte, bitte auf keinen Fall, haltet mich auf keinen Fall vom Lesen, vom Kreativsein, vom neue Ideen finden ab. Das ist totaler Quatsch. Deswegen, du fragst nach Ritualen. Ich würde sagen, saubere Erholung, einen Tag die Woche frei, wenn es hochkommt, mal zwei Tage die Woche frei. Und dann die Energie zu haben, wieder sauber in den Laden reingehen zu können, genug Sport, um gesund zu bleiben. Und that's it. Spielt Musik für dich eine Rolle? Absolut. Ich schaffe es im Moment nicht ganz so viel, wie ich es gerne machen würde. Ich habe die letzten Jahre über viel Musik gemacht. Und das ist was, was mir immer sehr viel gegeben hat, weil es nochmal eine andere Art von Kreativität ist. Und mir gibt das Thema Musik sozusagen nochmal einen völlig anderen Input und eine völlig andere Art Kreativität auszudrücken. Und deshalb ist hast mir du das, ein bestimmtes Lieblingsstück, was so dein Herz öffnet? Oder nee, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist definitiv auch, mir fallen permanent Dinge ein. Und das ist auch beim Thema Texte so. Insofern kann es gut sein, dass ich, wenn du bei mir zu Hause reinkommst, mal am Küchentisch sitze und irgendwie gerade dabei bin, einen Song zu schreiben. Oder dass ich irgendwas auf der Gitarre übe, was sich ziemlich strange anhört, weil es noch nicht fertig ist. Aber das ist auch nichts, wo ich jetzt eine Karriereambition habe, sondern ich glaube einfach, dass ein bisschen künstlerisch aktiv zu sein oder zumindest ein Gefühl dafür, zu wissen, wie sich das anfühlt, das tut gut und macht mich sozusagen im Rückschluss, glaube ich, auch wieder zu einem besseren Manager. Konstantin Buschmann, herzlichen Dank, dass du dabei bist beim Deutschen Online-Autohaus-Kongress. Lieber Andrea, gerne. Danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein durfte. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.